So, wir sind zurück, Folge 29. Auf geht's zur Mission Control. Mal sehen, was so kommt als nächstes. Oh, wieder Abduction Sites. Ägypten, Afrika, Europa oder Asien. Wie sieht's in der Situation Room aus? Eigentlich überall safe. Afrika ist ein bisschen schwierig. Ich habe sogar noch zwei Away-Level. Aber Afrika kann ich sichern. Kann mich, glaube ich, wirklich aussuchen. USA ist eh nicht dabei. Kann ich mir aussuchen von dem, was ich haben will. Also Engineers, 200 oder Scientists. Bin ja fast geneigt, da hier Dingens zu nehmen, weil ich wollte ja Afrika sowieso machen. Und die 200 bringt es mir, denke ich, nicht so direkt. Deswegen würde ich lieber, ja, nehme ich das. Ist sowieso alle very difficult. Ändert sich nichts. Ach so. Colonel Gypsy, Leutnant Conkboy, Edit Loadout. 5 bis 7. So, Support, Assault Heavy. Edit Unit. Was sind die Abilities? Okay, hier auch schon ein Holotato-Ding. Loadout. Ist glaube ich egal, welchen ich von nehmen. Nehme ich den. Ich brauche noch jemanden, der heilen kann. Ich würde sagen, so sieht das noch ganz in Ordnung aus. Sollte ich hinkriegen. Launch mal. Der halben Globus geflogen erstmal. Australia has sent a number of requests for assistance. So that's our next drop site. We're still seeing dozens of reported abductions. Solid copy, Big Sky. Strike One is clear to engage. Wie gehe ich jetzt hier vor? Ich will selten einfach durch die Mitte. Das widerspricht irgendwie mir. Na toll. Overwatch und die beiden Baller. Na, herrlich. Und ich kann nicht schießen, weil hier das blöde Gebäude im Weg ist. Geht mein Granatwerfer nicht. Das ist ja auch mal gemein. Granatwerfer geht nur um offenem Gelände. Der braucht aber nicht die normale Waffe nehmen, der kann auch die nehmen. So, eins ist weg. Lydia ganz oben, gehst mal hier rüber. Ach, das ist wieder mein. Ah, die ist ja jetzt kein Heavy mehr. Ich bin daran gewöhnt. Power, der zuerst, der versucht sich zuerst davon. Trifft nicht, schade. Oh ja, 70%. Das
wird immer noch das buggt irgendwie. So, du nimmst eine andere Pistole. Ich hätte eigentlich mit ganzen Leuten mit Laserpistolen ausrüsten können. Ich trottel. Anstatt diese blöden Strahlenwaffen weiter zu benutzen. Jawoll! Erstmal 10 Schaden reingebrezelt. Fett! So muss das laufen hier. Andere Waffe? 73. Was hat sie denn? 44, das ist jetzt nicht so viel. Was haben die, wir die da getroffen? Okay. Nice. Boom. Durch die Wand. Bam! Aber jetzt zerbröselt es erstmal alles Mögliche dort. Nachladen. So, du sollst mal hier hin. Auch nachladen. Also jetzt läuft es irgendwie gerade, muss ich mal so sagen. Ach, jetzt hätte ich Waffe noch wechseln können. Naja, egal, kann ich später auch noch. Der eh nicht schießt, ist es Hupe. Mein Sniper ist da. Ungünstig. Äußerst ungünstig, den da stehen zu lassen. Kann ich den schreddern? Ja, ich möchte, bitte. Dankeschön. So, versuche ich es jetzt mit dem Sniper. 93% Critical. 95% Critical. Wenn ich nicht treffe, habe ich ein Problem. Und zwar ein fettes. Ich versuche es mal. Oh ja, es klappt. So, dann muss ich aber auf jeden Fall mit dem Stück zurück. Kann ich mich hinter dem verstecken? Das wäre lustig. Aber ich glaube, es geht nicht. Nee, geht nicht. Ich stell die mal hier hin, ich darf ihn nicht weit auseinanderziehen, meine Leute. Wenn ich jetzt hier irgendwo sonst wohin stelle, dann wird irgendwann ein Teil aufgerieben, dann habe ich doch noch die Hälfte. Das ist echt unnötig. Oh, da kommt noch der Typ, der wahrscheinlich jetzt noch eine Runde ballert. Ja, er ballert. Ah, suppressed sogar. Ich weiß nicht, ob das jetzt so super schlau ist. Ein Meld scheint irgendwie hier zu sein. Das erste Meld habe ich schon verloren. Hm. Hätte ich vielleicht ein bisschen eher holen sollen. Commander. 62. Mach weg. Der wird auch besser am Treffen, würde ich sagen. Auf jeden Fall wird er besser am Treffen. Verstanden, Commander. Ach Quatsch, ich lade einfach nach. Ich wollte jetzt auf den Overwatch noch gehen, aber... Ich lade einfach nach. Die werde ich auf jeden Fall nicht nach oben schicken. Ja, die eigentlich auch nicht.
Wir sind richtig weit gekommen, würde ich sagen. Der hat zumindest das meiste Leben, die meiste Verteidigung, deswegen schicke ich den wahrscheinlich wirklich einfach immer vor. Go, go. Nachgeladen. Kann ich auch gegen meine blöde Leute in so einen Mech Trooper packen? Das wäre natürlich auch lustig. Tü. Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht meinen einzigen Heavy. Ach nein, ich habe zwei Heavys. Dann kann ich vielleicht doch machen, nach oben schicken. Runter kommen sie immer wieder, auf allen Stellen. Vielleicht meinen Sniper auch mit hochnehmen am besten. Bloß aufpassen, dass ich gleichmäßig vorgehe. Wegen den Dächern und so. Und unten in die Häuser rein kann er dann schlecht wirken. Wobei, das ein Dachfenster, die durch solche Fenster kann natürlich gut wirken. Den schicke ich einfach auf die Höhe von dem Mech Trooper mit. Ich würde den gern eigentlich dahin, wo sie steht. Da, wo sie steht, und dann würde ich gerne eine Gefechtskanne darunter werfen. So, da rein. Shit. Der ist ja richtig dumm geflogen. Renne. Hat mir schon mal einen Einsatz in diesem Gebäude, zumindest ein, was sehr, sehr ähnlich aussah. Gypsy! Gypsy ist zu langsam für das Team. Oh, jetzt sehe ich doch was davon. Oh oh. Daneben. Da steht in dir. What? Wieso bloß 56%? Sie hat 68. Ich würde mich gerne mit dem am liebsten anlegen lassen. 5 Kinetic Strike. Ready to engage. Kann so viel Intimidate benutzen, wie sie will. Das ist relativ egal an der Stelle. 57% ist so lächerlich. Achso, weil die einen Schrotflinte hat, deswegen. Deswegen. Das Ding hab ich doch aber schon gefangen, denke ich. Bin unterwegs.
92 wegfliegen. Darf man Granate fangen, der Typ? Auch auf Intimidate. So, du gehst mal bitte hier hin, damit du auf. Oh shit. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Fuck. Fuck. Mach ich den erstmal weg. Das ist der andere. 84%, das kann ich mir nicht entgehen lassen, dieses Spiel. Na, schießt da oben. Trifft zum Glück nicht. Was macht der Fette da drüben? Das ist wichtig. Springt runter, okay. Dann geht wir auf meine Leute los. Ja. Der geht hier unten auf die Leute los. Ah, der ist. Das ist mein Control, ist richtig aussieht. Den nimmt man zum Sniper, na klar. Fuck. Der ist so weit weg, der Mind Control-Typ. Fuck. Und jetzt dazu kommt auch noch, dass das Ding hier da direkt da steht. Da nur 3 übrig. Na herrlich. Bin dran. So, jetzt muss ich irgendwie zu dem Typen da drüben kommen. Der meine Leute mind controlled. Let's do this. Moving out. Das wird wirklich ein Einsatz ohne Meld. Oh, er schießt jetzt. Ach, shit. Au. Ach, mit der Pistole, ey. Kann ich nicht irgendwie. Ich kann ihn doch stunnen, oder? Wenn ich ihm passenden Schaden mache, müsste ich ihn stunnen können. Und dann so mitnehmen. Ich darf meinen eigenen nicht stunnen. Oh, das ist aber fies. Das ist echt fies. Moving out. 95, mach bitte weg. Jetzt gucke ich mal. Das ist so weit weg. Sieht für mich nie so aus, würde ich jemanden tot kriegen. Da wäre ich wohl meinen eigenen töten müssen. Bin ich ja begeistert. Toll. Der ist auch halt direkt tot. Oder nein, ich kann sogar. Kann stabilisiert werden. Ich mach mich los.
kann glaube ich sogar reviven. Oh, guck mal. Das fehlt glaube ich nicht erst drin. Stabilisiert, sehr gut. Also sogar revived. Okay, die darf auch nochmal heilen. Acht geheilt an sich selbst. Perfekt. Und die ist wieder von da. Du gehst aber auf jeden Fall jetzt mal in Deckung, bevor du nochmal gemind-controlled wirst. Geh mal davon aus, dass der letzte, den ich hier hab. Run and gun. Voll ins Gesicht. Null Munition, ich bin leer. Bam. Excellent work. War der letzte. Halt kein Meld gelektet, okay. Aber ich habe zumindest niemanden verloren. Das ist für mich besonders wichtig. Das ist zwar einer schwer verletzt. Und ich glaube, eine leicht verletzt, aber keiner verloren. Trotz Mind Control. Das ist hier nicht Standard, finde ich doof. Jetzt haben sie irgendwie vergessen, die Mechanik einzubauen, habe ich das Gefühl. Die ganz auch gleich promoted. Defense oder Critical Chance pro Gegner in Sicht. Ich glaube, bei dir will ich über die Defense haben. Sergeant hier, der geht, macht ja eins nach dem anderen. Two bonus damage against targeted health been autopsied. Oh, das ist ja interessant. Der macht zwei mehr Schaden gegen Gegner, die ich schon eine Autopsie durchgeführt habe. Oder wenn der Schaden nimmt, nimmt er die nächsten zwei Runden zwei weniger Schaden von allen Quellen. Das macht noch schwerer zu killen. Das ist ja eh nicht meine Damage. Also meine Schadensquelle Nummer 1 ist, mache ich es wahrscheinlich mal so. Continue. Activate Commander Corps. Oh, ja, jede Menge Quatsch. Europa und Afrika. Continue. Remember, we will be watching. Ja, ich würde sagen, das war Folge 28. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis bald.